BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Knapp 24 Stunden sind nach dem mutmaßlichen und möglicherweise islamistischen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verstrichen. Es muss bisher ausgegangen werden von 12 Toten und nach dem derzeitigen Stand 50 zum Teil Schwerverletzten. Auch hier im Land zeigten sich viele Menschen, darunter auch Politiker, tief erschüttert. Vom Besuch der Weihnachtsmärkte wollen sich die meisten aber nicht abbringen lassen. Der Reutlinger Weihnachtsmarkt, der größte und am längsten dauernde in der Region Neckaralb. Die Reutlinger Polizei hält nach dem Anschlag in Berlin an dem bereits bestehenden Sicherheitskonzept fest. Uniformierte und zivile Streifen patrouillieren. Das baden-württembergische Innenministerium geht bereits seit Monaten von einer abstrakt hohen Gefährdungslage aus. Erschütterung im Reutlinger Rathaus bei Barbara Bosch, der Oberbürgermeisterin und Präsidentin des baden-württembergischen Städtetags. Der nächste Gedanke geht hier natürlich nach Reutlingen, zu unserem Weihnachtsmarkt. Nun sind die Großstädte, die Metropolen eher im Fokus von Terroranschlägen als unser doch vergleichsweise kleines Reutlingen. Nichtsdestotrotz, ich mache mir Sorgen, nicht weil es Anhaltspunkte gibt, sondern weil man nie weiß, was Menschen, die bereit sind, terroristische Anschläge zu unternehmen, was sie noch vorhaben. Aber die Polizei auch bei uns hier ist natürlich sehr sorgfältig unterwegs. Betroffenheit bei den Besuchern auch heute auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt. Der islamistische Terror, der sich bisher vorwiegend in anderen Ländern abspielte, scheint näher zu rücken. Berliner Weihnachtsmarkt, dieser Anschlag, was geht dir durch den Kopf? Das ist eine furchtbare Tragödie, also sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist so traurig und in der Weihnachtszeit jetzt finde ich furchtbar. Muss man unbedingt verfolgen, aber das Leben muss weitergehen und es ist traurig, es ist einfach traurig. Einfach furchtbar, wie können wir sowas machen? Das ist unglaublich. Fühlen Sie sich jetzt unsicher oder haben Sie sowas eher erwartet, dass es bei uns auch passiert? Unsicher, eigentlich nicht. Aber natürlich kann es passieren, es kann überall was passieren. Gott sei Dank sind wir in Reutlingen, haben wieder Glück gehabt. Aber ich sage, es kann jeden Tag irgendwo was sein. Man muss jetzt nicht unbedingt auf Berlin gucken. Es kann in Reutlingen passieren, es kann in Stuttgart passieren. Ich überlege, wenn man in Stuttgart nur die Schleise nimmt, wo die Busse wendet. Wir stehen da genau daneben, die Eisbahn daneben, wenn der dann einrollt. Was willst du schon machen? Ja, okay, man kann nicht alle über einen Kamm ziehen, aber es ist schlimmer fangen in Deutschland. Und man muss Angst haben, überall, wo man herkommt. Und mir geht durch den Kopf, also, dass man die Schuldigen also richtig strafen soll. Ich habe Bekannte in München unten, das sind Marokkaner, anständige Burschen, ja, die müssen jetzt drunter leiden. Wenn wir jetzt wieder zurückfahren nach München, wird sicherlich das der Fall sein. Ja? Und das sind wieder die Leidtragenden. Man sollte eigentlich mit sowas, oder man kann mit denen rechnen, aufgrund der ganzen Diskussionen und so weiter und so fort, dass sowas da nicht ausbleibt. Angst machen lassen wollen sich viele aber trotzdem nicht. Nein, ich tue die Angst von mir weg und wie gesagt, das Leben muss weitergehen. Nö, wir machen halt schon seit 20 Jahren Schausteller. Bei uns passiert so viel, Einbrüche, sonstige Sachen. Klar, man macht sich immer wieder dann im Kopf, wie kann ich irgendwas noch besser absichern, wie kann ich meine Gasflasche oder so besser absichern, aber was willst du machen? Kannst dich ja nicht noch mehr vorbeikartieren oder zumachen, das bringt alles nichts. War klar, dass es in Deutschland auch irgendwann passiert. Macht es Ihnen jetzt mehr Angst, wo es jetzt so konkret geworden ist? Ja, mir schon. Ist die Politik mitverantwortlich? Macht die Politik genug? Hier sind die Meinungen ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Inwiefern? Inwiefern? Manche Sachen muss man einfach anders regeln. Ja, mit Sicherheit. Also möchte ich auf jeden Fall behaupten, die Politik, die soll sich also mehr darum kümmern, dass sowas nicht passieren kann. Aber ich meine, es ist auch schlecht zum Verhindern. Und dann haben natürlich die anderen, die das vorhaben, leichteres Spiel. Die Bevölkerung selbst ist dann gar nicht gewappnet gegen sowas, nicht? Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Schärfere Kontrolle, da sind wir aber noch mehr überwacht, das
du kannst nichts machen. Man muss einfach jeden Tag froh sein, dass man aufstehen kann, froh sein, dass man leben kann. Das ist das Wichtigste. Ich würde sagen, mehr Polizei muss eingesetzt werden. Ja. Und macht dir das Angst? Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall beängstigend, auf großen Plätzen gerade wie hier zu sein und zu wissen, dass eben das in Berlin und überall in den großen Städten passiert. Das ist auf jeden Fall. Absichern und ja, ich möchte nicht da viel mehr sagen. Dankeschön. Im Schwarzwald-Barkreis bei Hülfingen hat ein Jäger am Samstag in einem Dachsbau einen menschlichen Schädel ohne Unterkiefer gefunden. Der bereits vermooste Knochen soll demnach älter sein. Jetzt soll eine DNA-Analyse weitere Erkenntnisse bringen. Dazu soll auch eine Datenbank mit vermissten Menschen abgeglichen werden. Ergebnisse werden bis Ende der Woche erwartet. Eine Suche nach menschlichen Überresten blieb zunächst erfolglos. Bei dem am vergangenen Dienstag ausgerufenen Feinstaubalarm für Stuttgart ist zunächst kein Ende in Sicht. Hintergrund ist die seit Tagen unveränderte Wetterlage. Die Messstation am Neckartor zeigt Behördenangaben zufolge beständig Werte, die die zulässige EU-Norm von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft überschreiten. Demnach lag die Konzentration zwischen 55 und 91 Mikrogramm. Nur der Sonntag blieb mit 46 Mikrogramm im Rahmen des Erlaubten. Autofahrer werden wegen der anhaltend dicken Luft gebeten, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Zudem sollen sogenannte Komfortkamine, die nicht zum Heizen gebraucht werden, nicht benutzt werden. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist im Schwarzwald-Barkreis ein 37-Jähriger am Sonntag ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt. Der Mann kam auf der Bundesstraße zwischen Donaueschingen und Hüfingen nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit einem Kleinbus zusammen, der sich überschlug und neben der Straße umkippte. Der 56-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Der Wagen des Unfallverursachers drehte sich, dabei prallte ein weiterer Kleinbus in die Beifahrerseite. Der 37-jährige wurde eingeklemmt und starb. Auch sein Hund kam ums Leben. Seine schwangere Frau und sein Kind erlitten leichte Verletzungen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Bis morgen. Mama, schau mal. Mama, guck mal, ich habe ganz doll wehgetan. Mama, wann kommst du wieder? Mama, kommst du mit? Mama, wann bin ich wieder gesund? Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns. Wir hatten ein schönes Zuhause. Eines Tages kamen Männer. Als wir gesehen haben, dass sie bewaffnet sind, flüchteten wir in das Haus. Sie haben auf uns geschossen, meinen Mann gefesselt und mich schwer verletzt. Dann nahmen sie meinen Mann zum Verhören mit. Mir sagten sie, dass ich in 3 Tagen besser verschwunden sein sollte. Wir sind geflüchtet. Seit Jahren warte ich auf meinen Mann. Die Hoffnung, dass er noch lebt, habe ich verloren. Ich glaube, dass ich nie mehr in meine Heimat zurückkehren kann. Ich arbeite für eine Partnerorganisation von Brot für die Welt im Kongo. Den Kleinbauern zeige ich, wie sie durch verbesserte Anbaumethoden, bessere Verwertung der Produkte und eine veränderte Strategie beim Verkauf mehr Geld verdienen können. Immer weniger Menschen müssen hungern. Und ich freue mich besonders, dass aufgrund des gestiegenen Einkommens der Eltern immer mehr Kinder in die Schule gehen können. Ich sage Danke an alle, die dazu beigetragen haben.